So, ihr Lieben, wir sind im nächsten Teil und wir mussten jetzt gerade überlegen, Mensch, was machen wir denn jetzt? Wir sind gerade etwas, wie soll ich das erzählen? Orientierungslos. Ja. Wegen irgendwelchen Riffen und ewigen Schiffen. Ja. Uns fehlen Hinweise. Da war ein Telefon. Wegen Hinweis. Meinst du? Per Telefon? Ja, klar. Geh mal einer ans Telefon. Oder war das unten wieder die Haustür? Jetzt gehen wir mal unten raus. Ja. Also, Hallöchen, hier ist der Ralf. Ich glaube, er ist mein Telefon. Ich auch. Hallo. Au. Keiner da. Schweres Gewitter. So. Ja, es ist in dem Spiel wird so langsam. Oh. Ich mach mal einen Schlüssel. Meine Schatulle ist immer noch zu. Ah, oh, Scheiße! Boah. Jetzt gehe ich aber, jetzt habe ich aber ganz gehaut von ganz. Scheiße. Okay, zugeben, dass wir. Aber zugeben, ich habe immer noch keinen Schlüssel. Zugeben, meine Hose ist noch nicht feucht. Ich habe sie gerade verloren. Vor Angst. Ja, dass jemand einen Schuss hinterlegen könnte, der komische Geist. Ah! Oh, fuck! Also, wie viele von den vier sind noch hier? Ich glaube, sie sind gleich tot, oder? Oh, ey. Ich glaube, sie sind gleich tot. Meinst du? Wo aufs Leben. Ah, nee, warte. Leck mich, ey. Wo kommen die alle her, ey? Haben die eine Versammlung irgendwo, oder? Also, Peter hat sich fast in die Hose gemacht und ich habe jetzt meine Hose endgültig verloren vor Angst. Oh Mann, ey. Gott. Mittlerweile sind die Viecher ja schon überall an jeder Ecke, ne? Das Problem, was ich habe, ist, dass wir trotzdem noch keinen Hinweis und auch keinen Schlüssel haben. Ja. Verdammte unnütze Geister. Die erschrecken uns, aber tun nichts für uns, ne? Vom Nichtstun habe ich schon Gänsehaut. Ja. Nur vom Durchlaufen. Ich habe nichts getan. Machen wir denn jetzt hier? Ja, ich weiß auch nicht. Wir können doch nicht so blöd sein. Normalerweise, immer da, wo Geister auftauchen, sind auch Schlüssel. Ja, aber die Geister mögen uns anscheinend nicht. Weil hier waren es auch im Fernsehzimmer. Ja. Guck mal, wir haben schon wieder Energie gesammelt. Ja, wenn die Geister so weitermachen, ne? Dann weiß ich auch nicht. Psst. Psst. Da war irgendwas, ne? Ja. So, dann mal, ups, doch mal rüber, Jungs. Ich hab was Schönes für euch. Die wollen uns locken. Ja. Komm, ich geb dir meine Hose, du Geist. Gib mir den Schlüssel. Da läufst du nackt weiter, wa? Ist mir auch egal. Scheißegal. Das ist der Geist. Oh.
Oh oh. Gott, oh Gott. Was ist das denn? Ist das für ein Spiel oder ein Schatten oder was ist das? Will er uns helfen oder was will der? Das ist der Geisterfernseher. Das ist ja nur ein Schatten, oder? Nein. Du verfolgst uns. Ist er ja weg. Oder? Ja. Ich hoffe schon. Und trotzdem nützt uns alles hier trotzdem nicht viel weiter. Hä, hey, das stimmt. Sehr unheimliche Geschichte. Und wir haben immer noch keinen Schlüssel. Vielleicht sollte ich mir die angespülten Wrackteile ansehen. Die angespülten Wrackteile? Das könnte ja nur draußen sein, ne? Wo sind wir denn? Da hinten ist eine Yacht. Wo? Da! Warte, dreh ich mal in die andere Richtung. Ja, da! Da ist ein Schiff. Glaub's nicht. Das ist mir vorher noch nie. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Ist der nicht See oder Meer oder so? Jetzt reden wir nämlich von dem. Und da ist auch der Leuchtturm, ey. Siehst du das? Ja. Und wir rennen durchs Haus wie die Idioten. Weil wir gar nicht wussten, was gemeint war. Wir kommen ja gar nicht hin. Da. Ich glaub's. Noch irgendwas? Das hat aber lange gedauert, ey. Ja. Bis ich das begriffen hab. Der Geist. Jetzt hab ich das begriffen. Immer nach einem Bild im Haus gesucht. Ja, dabei ist so eine Yacht untergegangen. Das wusste ich. Weil ich die vorher nie gesehen hatte. Okay. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder einen Schatz. Wow! Wow. Toll, jetzt geht die Schlüssel, jetzt geht die Tür zu. Oh nein. Wir suchen jetzt wieder die passende Tür. Was ganz Neues, ne? Und wie? Ich. Da ist auch noch ein. Ja. Ah, ist auch noch eine Tür. Nee. Wachsende Begeisterung. Scheiß Geist. Der mir gleich in die Eier beißt, weil ich meine Hose verloren hab. Oh Mann. Kennen wir schon. Toll, jetzt bin ich genauso weit wie vorher auch. Wo den Hinweis haben wir hier oben bekommen mit dem Schiff. Mit dem Trakt. Ja. Allerdings. Das ist das, wo ich mich noch dran erinnern kann. Und dann habe ich nämlich hier noch an der Wand nach diesem scheiß Bild danach gesucht. Ja, ich glaube, ich muss erstmal den Trakt hier ablaufen. Hier. Nein.
Na, Geist. Ah, schon wieder so eine Toilette, ey. Okay. Ist das ekelhaft. Ah. Guck, Rasierer oder so. Das ist der neue Machtteil. Das ist Zelle. Ich weiß. Ich will aber erst gucken, ob hier noch was anderes, Batterien oder so sind. Ja. Siehste? Auf dem Klo. Guckt euch mal das. Hey, Leute, guckt euch mal dieses Klo an. Boah. Da wurde jemand noch Dünnpfiff gehabt. Das hat sich sauber gemacht. Boah. Der Schlüssel ist hier nicht. Nee. Okay. Du kannst baden gehen. So langsam bin ich mir sicher, dass Linda recht hat. Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich höre und sehe immer mehr Dinge, die ich nicht erklären kann. Okay, lieb. Ich muss jetzt leider weiterspielen, weil wir noch im Play sind, ne? Ist das okay? Ja. Ich musste gerade nur was mit Peter abklären. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Unten irgendwo, ne? In den Trakten. Ich glaube schon. Wo wir den Zettel gefunden haben. Leute, ihr könnt mal unter die Kommentare schreiben, beziehungsweise wer einen Euro über hat, kann ihn ja spenden. Vielleicht kriege ich ja mal eine neue Hose. Ich weiß, wer meine Hose hat. Der Geist. Peter, hast du deine Hose noch? Ja. Super. Dann halt sie gut fest. Ja, mach ich. Sonst kommt der Geist. Dann hast du keine mehr. Ich habe meine Hose geklaut, die Sau. Schweinegeist. Wow, ey. Irgendwo war dieser Trakt, ne? Ja. Das war's nicht. Ich würde da gerne nochmal zurückgehen, ob da irgendwo ein Schlüssel war. Mal hoch, ne? In irgendeiner der Räume waren wir. So, und Linda hat gesagt, und immer und immer und immer taucht dieser Geist auf. Richtig? Mhm. Und es passieren immer merkwürdige Dinge in diesem Haus. Halt, da waren wir schon. Wir müssen die Treppe hochgehen. Noch weiter. Bis unter das Dach. Sind wir doch unter dem Dach, ne? Ja. Muss da den Gang lang, genau. Das ist dann die erste oder zweite Tür. Die zweite. Da sind wir. Ekel, die Klo. Ja. Schüssel. Und Licht? Immer noch nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier irgendwas ist. Ob ich hier irgendwo was übersehen habe. P23. Hier ist eine Dusche. Die möchte ich nicht benutzen. Nee, ich auch nicht. Wow. Ist das ekelhaft, das Teil? Ja, ne? Ja. Auf jeden Fall, also. Ja. Lecker. Ich hab schon gegessen. Tschüss zu. Wir brauchen jetzt eigentlich wieder einen Hinweis, weil im Bad passiert ja nichts. Ich habe jetzt auch keinen Bock noch mehr reinzuholen. Also wir haben jetzt im Bad nichts gefunden. Aha. Was machen wir jetzt? Wir brauchen einen Hinweis. Ja. Also, es wurde auf dem Zettel gesagt, dass immer öfter dieser Geist auftaucht und immer wieder merkwürdige Dinge passieren. Okay, Leute, das erklären wir euch vielleicht in der nächsten Folge, wenn wir das dann rausgefunden haben, der Peter und ich.
Genau, alles Leute. Klar, bis später. Bis denn.